Nee, Max, ich wollte fragen, ob du deinen Rundfunkbeitrag zahlst. Ich zahle die Scheiße sogar doppelt. Ja. Ich zahle das in meinem Büro und die sagen, ja, du kannst hier theoretisch einen Fernseher anschließen, aber ich habe doch nicht mal eine Leitung irgendwie, um Fernseher anzuschließen. Bro kennt kein Internetradio oder Mediathek, das ist verrückt. Ja, aber doppelt, die Schweine. Kriege ich auch Kindergeld? Ich habe ja auch das Gerät dafür zu Hause. So ein Ding, ich könnte ja auch ein Kind bekommen. Willst du dich auch im Muten? Nö. Auch ein Auto oder ein Jedermanns Auto? Nee, das ist ja ganz selten. Nee, auf gar nicht. Bro, okay. Digga, Henke, was ist denn mit deinem Skin los? Der sieht ja überscheiße aus. Alter, was soll das? Das ist Cybermobbing, du Drecksack. Du rennst die ganze Zeit mit so einem scheiß Magier. Du bist so hässlich, Digga. Wirklich, du siehst aus wie der verfickte Gothic-Nebencharakter, der direkt in der ersten Quest stirbt. Was redest du da? Danke für den Spoiler, Digga. Schuhe, du Penner, komm! Aber das Problem ist. Das Beste aus zwei Welten. Miete zahlen brauche ich nicht. Normal bist du, Kevin. Synapsen durch, Digga. Zu viel gekippt. Sorry, da kam gerade Donation rein, Freunde. My bad. Sorry, die muss ich mir kurz noch zu Ende anhören. Ich bin so reich, Leute, sorry, ey, ich bin hart. Sorry, Mr. 60 Immobilien. Sorry, Mr. 60 Immobien. Kannst du einfach was Nettes zu mir sagen? Einmal. Kann es nicht fassen, dass du mit Schuhen in meinem Haus warst. Nein. Das ist verrückt. Henke, ich finde, du bist der Mensch, der in meinem Freundeskreis am meisten Geld mit am wenigsten Arbeit verdient. Das stimmt. Ich kenne niemanden, der mit so wenig Arbeit so unfassbar viel Geld macht. Das stimmt, ja, das stimmt. Das ist wahr. Hat er recht, ja. Und ja, ich finde dich echt sehr lustig. Hä, hey, warum ist das nicht nett? Das ist doch voll nett, das ist doch voll smart. Ja, das ist ja nichts mit nichts mit irgendwas, das ist ja nichts Nettes. Doch, muss man ja erstmal schaffen. Ja, eben, Max. Du grindest die ganze Zeit. Das du musst jeden Tag die Kaktusfarm aufbauen. Digga, wirklich. Du bist im Hamsterrad, Max. Ja, du bist im 9-to-5-Stack. Henke wird getragen vom Starter, Digga. Der macht's gut. Henke raucht auch. Der ist richtig cool. Der ist richtig cool. Der trinkt auch viel Bier, Max. Stimmt doch nicht. Ja, ganz viel Bier. Alkoholfrei. Max, ja, ganz würdest schön, du ganz für viel. 10 Millionen Euro anfangen zu rauchen? Für ein Jahr? So, mehr Farben geht dir nicht. Scheiße. Nee. Digga. Scheiße! 10 Millionen Euro, Max. Ein Jahr rauchen, Digga, Zigaretten. Ohne mit der Wimper zu zucken, würde ich. Du würdest Henke, nicht rauchen für 10 Millionen jetzt. Euro. Ich? Doch, ich würde anfangen. Nee, ich meine, Max, du rauchst schon WTF, Digga. Du rauchst wie ein Schlot. Bruder, du würdest anfangen. Was darfst du für eine Scheiße, Bro? Nee, Max, ich sag dir ehrlich, ich glaube, du müsstest dann aber auch so onstream rauchen, ne? Das ist klar. Onstream aber kippen, keine Vapes. Nee, nicht so Vapey hier, so auf lecker. Würdest Haribo-Nuttengeschmack? Nee, schön mit Zigarette. Würdest du nicht anfangen zu rauchen, Trimax, für 10 Millionen? Privat, ohne Stream? Das merkt er doch gar nicht, die 10 Millionen auf seinem Konto. Ja, so jetzt nicht, aber es, also, weißt du, was ich meine? Kevin, du? Nee, so jetzt nicht, aber... Ehrlich gesagt, Trimax, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, erklär mal kurz, Max, wie meinst du das? Erklär es mal kurz für... Begreifst nicht so ganz, was du meinst. Also ich finde, es ist ja egal, ob jemand jetzt 1 Million hat oder 2 oder 4 oder 7... Das ändert sich so ja viel, nichts, ne? Im Alter. Nur Null ist peinlich, ne? Mann von Welt. Digga. Humble Trimax. Nee, aber es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, wenn du, keine Ahnung, deine... Sehen wir nur was, 30.000 im Monat, ist das scheiße, ob du 30.000 im Monat machst oder 3 Millionen. Das ist ja... Weißt du? Ich check's nicht. Ja, nein, es geht darum, dass halt Max wieder kleinreden, dass man dann halt nicht glücklicher und unbeschwerter lebt. Das stimmt nicht, das ist Quatsch. Aber es gibt signifikante Glücksmomente, die werden dann nicht mehr tatsächlich ab einem gewissen Einkommen. Das stimmt wohl. Ich glaube, es liegt aber einfach daran, dass halt Menschen, die sehr viel Geld verdienen, meistens sehr viel arbeiten. Okay, Dr. Winzeit. Halt mal bitte die Fresse, Kevin, du hast mein Abitur. Ich hab Abitur, du kleiner Nutzen. Du hast deinen Scheiß, du hast Kevin, das zählt nicht. Niemand akzeptiert das so. Du kannst froh sein, dass es Streaming gibt, sonst würdest du jetzt im Jobcenter neben Excel sitzen, halt die Fresse. Bruder, wo kam der Excel-Fraud her? Der hat selber den Jobcenter, der hat selber den Jobcenter-Tag drin. Kevin, nicht stimmt, ich hab auch kein Abitur. Hat der wirklich, Digga. Hä, ich hab Abitur, Henkel. Trimax? Ja. Wie viel... hast du, Kevin. Mit wie viel, sagen wir mal, du würdest back to corporate gehen? Du würdest einen 9-to-5-Job machen? Mhm. Was wäre... Was heißt back? Wie back? Lil Bro ist corporate, der ist Happy Slice Investor, der ist corporate. Ich würd gerne wissen, wie viel... Du würdest trotzdem noch Clash of Clans spielen und so, du könntest natürlich nicht mehr so viel Geld da reinballen, aber wie viel Geld im Monat netto wärst du zufrieden? Wenn du arbeiten gehen würdest. Ganz normal. Das würde mich wirklich interessieren. Du musst ausklammern. Seine jetzige Wohnung und sowas, Max, den Kredit ja, und alles, ja, ja, ne, ja, ja. so, ne?
Ja, okay, du hast alles, was du jetzt gerade hast, hast du, also außer das Geld. Mhm. Aber die Wohnung hast du zum Beispiel geerbt, das Auto ist auch. Ist abbezahlt, check, check. Ja, holy shit, das ist ja schon mal über viel, Digga. Das ist Miete, okay, ist ja von meisten Leuten. Dann würde ich sagen, nicht verkaufen. Einfach nur vom Lebensstil. Okay, dann würde ich sagen, nicht so viel. 70.000 im Monat vielleicht. was ist das? Portokasse. Papaplatte? Nein, jetzt nicht. Hugo, TV. Gerade geht's um Geld. Hugo, geh weg. Das ist viel zu laut leider. Ne? Wir reden gerade über Steuern sparen. Du bist genau richtig. Trimax, wärst du lieber traurig und reich oder glücklich und arm? Mann, Henker, als Maul, Digga. Okay, und deswegen höre ich nie in den Podcast rein, Digga. Wärst du gerne traurig und arm oder traurig und reich? Hä? Max, würdest du lieber im Lambo heulen oder im Fiat Punto? Sorry. Hast du schon geantwortet drauf? Ich? Wärst du gerne depressiv auf dem Katamaran oder auf der Parkbank? Ich kann es nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, muss ich ehrlich sein. Digga. Ich habe gar keine Ahnung, ich weiß es null. Ey, Max, hast du jemals richtig gearbeitet? No front. Ich habe erstmal meine ganze Jugend Zeitung ausgeliefert. Da habe ich 3,10 Euro die Stunde verdient. Das ist der größte Scam auf Erden. Samariter. Überscam. Krasses Scam. Ist Noto der krasseste Scam, den es gibt. Einfach auf dem Land und da kriegst du für eine Zeitung 0, Mann, ich mache jetzt 7 Cent. Ey, ich will dich jetzt gerade nicht stören, Max, aber ich will kurz einen Call machen, okay? Immer wenn es darum geht, ob wir alle mal einen richtigen Job gemacht haben, Bro, dann sind das so Episoden von maximal einem Jahr und das ist einfach nichts, das hat nichts damit zu tun, was ein Otto-Normalverbraucher normalerweise leistet. Mit unserem verfickt privilegierten Arsch, Digga. Mann, das weiß doch jeder. Wenn wir sagen, wir haben ja richtig gearbeitet, Bro, ich habe auch mal ein halbes Jahr Teller abgewaschen. Das ist nichts im Gegensatz zu den Leuten. Bro, ich habe nicht mal ein halbes Jahr Teller abgewaschen. Einen Ritter jetzt. Nein. Ich meine das ernst, Digga. Wollte mich vorhin 15 Minuten reintriggern, dass ich Adolf Hitler sage und jetzt macht er so, Digga. Was willst du sag, von sag, sag den Namen, sag den Namen. Ja, er hat es gesagt. Du hast es geschafft, bist du jetzt glücklich? Ja, ich verstehe diese Konversation. Ich werde das Klippen oder Zappalert machen. Ey, die Themen-Switches sind krass gerade. Ja, das geht wirklich, echt schnell. Also Max, wie viel Euro sind es im Monat? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Boah, ich finde das auch echt schwer. Ich habe da keine Übersicht, leider. Ich weiß es nicht. So reicht, dass man es nicht mal mehr weiß. Mann, Henke, Digga, du machst irgendwie 50.000 Euro im Monat mit einmal aufnehmen in der Woche. Stimmt, das ist krass. Es ist weitaus mehr. Und machst einfach mit irgendeinem random Statement wieder Eat the Rich. Einfach rein. Habe ich doch gar nicht gemacht. Habe ich doch gar nicht. Das. Aber ich würde es jetzt dann machen, Eat the Rich. Trimax ist bei Eat the Rich mitgemacht. Wieland, du hast ein riesiges reich. Portfolio an Aktien, du kleiner Bastard. Was für Eat the Rich, du bist auch die Rich. Lil Bro sagt die ganze Zeit, er ist links und alles. Digga, du bist Gaben von Amazon, was redest du? Du bist der Prime Sub Glazer Nummer 1 in diesem Land. Das ist voll schön, kostenlos, Leute. Also ich sag, das ist so ekelhaft. Keine Missed Opportunity. Ich sag, 4 oder 5 Canetto wäre richtig geil. Aber das wäre jetzt nicht, dass man so sagt, das reicht halt. Also wenn man ich sage, reicht, ich weniger, sage, ich, reicht ich, weniger. Ich sage for real mit Family und sowas drum und dran. Ja, ihr meintet ja vorhin, was brauchst du, damit es reicht oder irgendwie so? Und dann, wo du zufrieden wärst. Ach so, zufrieden, okay. Wo du sagen würdest, aber mit dem, dass Max, so wie Max eine Wohnung, dass man eine Wohnung geerbt bekommen hat, quasi? Naja, also nee, du müsstest schon Miete zahlen, so, aber ja, das ist halt natürlich schwer auszuklammern, ne? Ich glaube, no joke, so 3,5 oder so. Aber ich glaube, ich wäre auch vorher glücklich halt. You know, das ist halt den Umständen halt einfach. Denk mal jetzt an deinen jetzigen Lifestyle. Bro, du bestellst jeden Tag Personal Trainer und sowas. Ja, aber darauf kann ich verzichten. Das ist nicht so wichtig. Was kannst du alles variabel wegmachen? Scheiß auf Sport, Digga. Nee, aber ich meine, das würde ich auch hinbekommen, alleine zu machen. Das ist nur halt ein Luxus, den ich mir gönne. Guck dich an. Also das Ding ist halt, die Frage ist halt zum Beispiel auch, würde ich auch trotzdem irgendwie was im Homeoffice machen, wo ich nicht so easy. Also guck mal, jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig zu kochen nebenbei, deswegen bestelle ich Essen, you know? Das wäre was ich halt dann skippen müsste. Oder würde. Müsste ich nicht, aber würde. Okay, stell dir mal ein normales Leben vor. Wie es. So ein ganz normales, gutes Leben. Ja. Mit was wärst du dann wirklich zufrieden? So richtig, wo du sagst, ja, okay, so kannst du jetzt 40, 50 Jahre. Ist ein bisschen so, wie Max meinte, ist ein bisschen schwer einzuschätzen, weil. Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht so mega Track darüber, was ich ausgebe, aber ich glaube, ich würde auf jeden Fall viel Geld in Miete investieren. Investieren. Bro, du verkaufst das meinen Mietern auch immer. Ich sag auch immer, das ist ein Investment. Das ist ein Investment, alles gut. Das ist fucking das smart, ist Bro. Krass, also das ist wieder krass. Genauso, wenn ich sage, so Kaution ist ein Investment, alles gut. Ich lege das für sie an, kein Problem. Ich packe das in die Börse. Obst ist es weg, na und? Das ist getrashed, leider. Gut. Nee, aber ich glaube, ich
das wäre mir genauso wie jetzt sehr wichtig, dass ich halt eine möglichst geile Wohnung habe. Und die, also, du hättest zum Beispiel kein 11.000 Euro Sofa, beispielsweise. Nein, Bruder, chill mal, es ist 6. Genau. Okay. Und, okay. Und, völlig klar. Nicht mal vollen Preis bezahlt, wegen Influencer Rabatt. Sorry, ich hab Story gemacht, das, war nur Hälfte. Ja, das auch noch, ja. Hm. Was wollte ich sagen? Mann, jetzt hast du mich komplett rausgebracht, du kleiner Bastard. Ich glaube, was wichtig ist, weswegen es halt schwierig einzuschätzen ist, liegt halt daran, dass, ich sag mal, 50 Euro die Bier meisten haben. Jetzt von euch schon seit Jahren mit einem gewissen Lebensstandard halt einfach leben und dem so. Oh ja, jetzt kann Henke viel zu sagen. Nein, ich kann nichts dazu sagen. Doch klar. Da hätte ich viel. Du warst kurz vor Insolvenz vor einem halben Jahr, das Bro. Das stimmt. Nee, vor einem Jahr. Aber nein, aber es ist schon, ich finde, es macht schon einen klaren Unterschied. Man gewöhnt sich relativ zügig. Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Also, aber voll, ich meine, voll. Ich denke, das ist jedem, also ich hoffe, das ist jedem bewusst. Und das würde auch jeder anders genauso machen. Wir wissen, machen, dass so. Wir so privilegiert, also wir wissen alle, dass in welcher Position wir sind und jeder von uns. Nein, Trimax denkt tatsächlich, dass er sehr hart dafür gearbeitet hat und das ist alles Erfolg ist kein Glück, sagt er immer. Der hört Contra K. Trimax ist Contra K-Hörer Nummer 1, ja. Stimmt das, Trimax? Nein, ich hatte auch hier meisten Glück, ihr Schweine. Das stimmt. Also muss man aber wirklich sagen, oder? Ich hatte oder nur am meisten Glück, ist hart, ey. Warum? Ich hatte am meisten Glück, ist wirklich schön. Geil. Naja, ich wäre hier übel reingelackt, hä? Ich bin auch überhaupt kein normaler Let's Player. Was mache ich eigentlich? Ja, Bro. Es ist for real. Ich schwöre sogar. Was mache ich hier, Digga? Bei Max ist wirklich was? So einer auf. Ja, irgendwer hat ihn einfach so. Max einfach in eine Facecam reingestolpert. Ja, ja. Und war dann einfach so da und hat einfach angefangen zu kommentieren. Leute so, okay, ist irgendwie funny. Der weiß gar nicht, was er macht. Lass den mal gucken. Haha, jetzt geben wir dem Geld. So ist es gewesen. Ja. Der Arme. Der Arme wird ein Sozialfall. Wir müssen ihn finanzieren. Ich glaube, Leute wie Hugo können sich ehrlich glücklich schätzen, dass es sowas gibt wie Twitch, weil sonst wären sie, naja, würden im Sozialchat auf der Kasse liegen, ne? Und jetzt liegen sie halt im Chat auf der Kasse. Ja, Real Talk, was würde Hugo denn machen ohne Twitch? Naja. Mann, Bruder, was würden wir machen ohne Twitch, Digga? Wir wären auch voll die Opfer. Naja, also. Also ja. Ich bin auch dem Start auf der Kasse. Ja, aber du bist GZ, Otze, das ist was anderes. Das ist der Noble Way, Bro. Das ist, also dieser, so, das ist dieser. Okay, aber fair, ich check, was Felix meint. So, ich glaube, wir würden alle irgendeinen Job hinbekommen. Aber ich glaube, Hugo würde auch irgendeinen Job hinbekommen. Wenn's drauf ankommt. Ja, aber also auch wirklich, ohne das despektiv zu meinen, das habe ich mir damals, und ich mag ihn sehr gerne. Ich habe drüber nachgedacht, was würde ein Tanzverbot machen ohne YouTube? Der hätte den ganzen Tag Crossfire gezockt, im Unterhemd oder wahrscheinlich sogar nackt. Und weißt du, wie ich meine? So, das ist schon voll. Krass. Also, ich glaube, auf jeden Fall, was man sagen kann, ich glaube, keiner von uns hätte das, was wir hier verdienen, oder sagen wir mal, oder dass wir so. In einem normalen Job verdient. Das schon, doch. Also, ich glaube, ohne Social Media hätte ich es nicht geschafft, über 10.000 im Monat zu verdienen, glaube ich. Auf jeden Fall nicht in der Zeit. Ja, das sowieso. Aber ich glaube, auch so wäre es echt übertrieben schwer gewesen mit meinem Skillwork. Ich hätte es auch geschafft. Martha, du schaffst es jetzt nicht mal, bitte. Halt's Maul. Wieland, du hast. Wieland würde ich zutrauen mit irgendeinem. Weiß doch, ich wieder, nicht. Doch, wieder, wie wir jetzt immer alte Leute betrügen. Ja, genau das. Ich würde so Scam machen. Betrügen. Ja, ich würde. Dropshipping, oder? Bro, was willst du Scheiße von mir? Wichtige Angelegenheit. Der nervt. Kann man ihn muten? Let's go. W. Trimax in den Chat, yo. Wir haben in dem anderen Call gerade darüber gesprochen, was wir alle beruflich machen würden und wie unsere berufliche Laufbahn gewesen wäre ohne Social Media. Hugo, Real Talk, was denkst du, wie es bei dir gewesen wäre? Er ist Soundmute sofort gegangen. Er ist direkt Soundmute gegangen. Es war nicht mal als Front gemeint, das hat mich einfach wirklich interessiert. Digga. No joke, ich fange jetzt an, Family Friendly zu werden. Weißt du, was hättest du gemacht ohne Stream? Also ich habe ja mein Studium angefangen. Ich glaube, ich würde jetzt einfach studieren. Was hast du studiert? Ich habe erstmal Sprache und Kommunikation eingeschrieben. Was macht man da genau? Keine Ahnung. War nur 3 Vorlesungen da. Boss, okay, check. Dann habe ich mein Studium geswitcht, weil ich dachte, ich mach was anderes. Also beziehungsweise in der Anstellung werde ich mehr machen. Jetzt gehe ich natürlich zu jeder Vorlesung, liebes. Ach, du bist doch drinne? Ja, natürlich, ich gehe auch zu jeder Vorlesung. Bruder, du zockst immer bis mega spät abends League of Legends, das ist das Einzige, was du machst. Ja, Bruder, ich schlafe nicht. Ah, Boss. Du machst so diese CEO-Mindset 4-Stunden-Schlafmäßige Nummer, ne? Mm-mm. Nee? Jede 2 Stunden 20 Minuten schlafen. Boss. Einer hat einfach reingeschrieben, Papa Platte sieht aus wie Kacke.
Digga, hat einfach jemand reingeschrieben, Bro. Digga, ich stream nie wieder Minecraft. Was ist das für eine Scheiße? MaxiMiFN, Digga, kannst du ihn modden? Warum hast du meinen Chat offen? Ich bin offstream. Ich war gerade mit Charlie draußen. Bruder, du streamst nicht? Ich bin gerade am Stühlessen. Ich kenne niemanden, der so wenig streamt wie du. No, wow. No joke, Feister. Ich sag dir das wirklich ernst. Da habe ich gestern jetzt auf Series OOC drüber nachgedacht. Ich kenne niemanden, der Streaming und Social Media so chillig macht wie du. Du gehst einfach mit dem Hund raus und gehst einfach, du chillst dann einfach. So, Leute, ich muss mit dem Hund raus, ich gehe offline. Es ist Craft Attack, Bro. Es wäre ja der Moment für dich, um das zu nutzen. Du sagst einfach, nö, scheiß drauf, ich gehe jetzt mit dem Hund raus. Und dann bin ich offline, esse jetzt mein Skier. Bro, ich habe das letztes Jahr genutzt und ich hatte den krassesten Burnout aller Zeiten. Ich habe jetzt einen Tag 15 Stunden und zwei Tage über 9 Stunden gestreamt. Ich glaube, das reicht mir. Ja, aber weißt du, was ich meine? Jeder andere Real Talk wäre nochmal reingegangen. Ja. Also ich mache das gerade auf jeden Fall auch. Also no joke, ich bin komplett am Limit aktuell. Aber ich habe übelst Bock, einfach das zu zocken. Und weil ich auch weiß, dass es geil, einfach geile Sachen ist, geiles Entertainment, you know? Ja, okay, das aber ich finde das geil, es wirkt so, als hättest du so gar kein FOMO. Und es finde ich übelst geil. No joke. Ja, das ist anders als letztes Jahr auf jeden Fall. Letztes Jahr war ich immer on, solange ich konnte. Und dann habe ich mich immer richtig, richtig scheiße gefühlt. Und dann bin ich halt im Januar nur 10 Tage online gewesen. Oder 8. Und habe den Ärzten gesagt, dass ich 2 Wochen Off-Day machen muss, sonst höre ich auf mit Streaming. Und er lacht einfach, dieser Bastard. Yo. Ich gehe jetzt gleich, ich nehme Ernährung noch nebenbei ernst. Ja, überfresh. Ich gehe ins Gym gleich. Das ist wirklich sehr, sehr geil, Bro. No joke. Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Jahr mehr an einem Punkt bin, wo ich nicht so viel vormachen muss wie letztes Jahr. So ja, mental aber, also für dich oder wegen halt oder weil Craft Attack? Also für dich jetzt einfach oder wegen Craft Attack, weil es anders ist? Beides ein bisschen. Also Craft Attack fühlt sich overall auch ein bisschen chilliger an. Ja, check ich. Als letztes Jahr. Ja, finde ich geil. No joke, finde ich geil. Das inspiriert mich, das auch entspannter zu nehmen. Finde ich sehr cool. Das ist übelst wichtig, Mann. Digga, leckt der Server? Ich höre diese Abbausounds. Digga, warte mal. Feister, du bist hier unten. Digga, ich dachte, der Server leckt. Bro, what the fuck? Ja, seit wann bist du hier? Boah, hast du erst Bock, mir kurz zu helfen? Ich bin ja nebenbei am Essen. Ja, aber du kannst ja trotzdem helfen. Mann, wow, weißt du, ist ja schön und gut, dein Gelaber mit Digga, Burnout und so, aber jetzt mach mal was. Und sowas, ne? Hier, diese Phantom-Text. Oder? Ja, guck mal, hab ich dich runtergegraben, gesplieft, Digga. Leck meine Eier. Und ich glaube, ich würde das anders nehmen, wenn ich alleine wohnen würde. Ich glaube, wenn ich solo wohnen würde, würde ich jetzt nur mal reingehen. Du meinst, weil du dann mehr Druck verspüren würdest, weil du jetzt sozusagen die Miete reinholen musst, so Sondern weil ich so ab 11 Uhr einfach leise sein muss. Und ich habe das Gefühl, dass ich will nicht meine Eltern abfacken, indem ich so bis 4 Uhr nachts Craft Attack streame dann noch. Und damit, die wollen ja auch irgendwann schlafen gehen. Und wenn ich halt so wie gerade rede, das hört man bis ins Wohnzimmer unten. Und da müsste ich halt 4 Stunden lang so reden. Und das wäre Giga-Abfuck, weißt du? Ja.